So, ich stehe jetzt hier bei Monroe Walker und zwar mit dem Jochen. Grüß dich, Jochen. Sydney, guten Tag. Guten Tag, der Tag war gut. Bei dir auch? Selbstverständlich. Du, jetzt stehe ich hier in einem sehr schönen Truck, super ausgebaut, besser wahrscheinlich als in den meisten Kinos in unserer Stadt. Okay, das war jetzt übertrieben, aber wirklich wie ein Kinosaal. Was habt ihr denn jetzt hier vor? Wollt ihr jetzt hier Kino abspielen, irgendwelchen Filme? Also wir befinden uns hier in unserem Schulungstruck, mit dem wir mobil europaweit im Einsatz sind und hier unsere Kunden, wenn es dann angefordert wird, auch schulen können. So sind wir entsprechend ausgestattet und wir können das Ganze auch online machen. Und das möchte ich jetzt gerne mit dir mal durchspielen, was an Informationen, warum es so ist, wir auf diese Art und Weise transportieren. Immer in der Kundennähe. Also ganz kurz, ich muss da nochmal drauf eingehen. Ihr fahrt mit dem LKW wirklich durchs Land und schult quasi die Händler? Ja, richtig. Dieses Fahrzeug ist europaweit im Einsatz. Und wenn der entsprechende Bedarf da ist, ist dieses Fahrzeug vor Ort. Wir haben einen weiteren Truck, der ist als Pavillon aufgebaut, wo alle unsere Exponate dann live auch gezeigt werden, in Action und so weiter. Beeindruckend, sehr cool. Also jetzt kommen wir mal zurück zur Online-Geschichte zurück. Das heißt, ich muss mir das jetzt vorstellen wie ein Online-Katalog mit ein bisschen Add-ons, also mit ein bisschen mehr Informationen. Wesentlich mehr Informationen. Der Hintergrund ist ganz einfach, wenn die Werkstatt Wissen sofort haben muss, das heißt also in Echtzeit, das Problem tritt auf und ich brauche Informationen. Das können wir mittlerweile online auch sicherstellen, dass er Informationen bekommen kann. Zum anderen gibt es auch E-Learning-Programme im Internet mittlerweile, die für jeden Werkstatt frei sind. Sie können also jeder frei drauf zugreifen. Auch du, wenn du mit einem Mobilgerät unterwegs bist, kannst da frei drauf gehen und kannst dich rund um Tenneco bzw. Monroe & Walker informieren. Das ist also freigeschaltet. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal hier gerne zeigen, was in diesem System drinsteckt. Würde ich sagen, weil du hast es so schön ausgeführt, jetzt wollen wir es natürlich auch sehen. Also ich würde sagen, an den Tasten ran, oder? Das mache ich und ich würde die Kamera ganz einfach dann bitten, auf den Flatscreen zu gehen, weil das ist dann simultan. Ich spreche dazu und die Action passiert hier auf dem großen Flat. Wie du sagst, so machen wir es. Also dann gucken wir jetzt auf den Flat. Gut. Jochen. Also, ganz simpel, ich brauche nur ein einziges Mal die Tasten, um beispielsweise hier oben links die Internetseite aufzurufen, wo ich alles finde. Und die Verlinkung ist also zu beiden Produktgruppen über diese entsprechenden Anwendungen, die wir hier haben und dort haben, entsprechend gegeben. Wichtig ist uns dieses hier. Das ist also unsere Informationsdatenbank. 3.500 Informationen sind dort abgespeichert, die im Laufe der Jahre ganz einfach zusammengetragen wurden, weil das, was wir heute in die Fahrzeuge hineinbekommen, hat sehr viel Elektronik. Und ich habe also heute und mehrfach auch die Antworten seitens der Werkstätten gehabt. Wir kommen nicht mehr hinterher mit den Informationen. Wir müssen uns irgendwo informieren können und das nach Möglichkeit schnell. Und das haben wir sichergestellt. Ich würde sagen, da seid ihr schon mal innovativ unterwegs, weil ich meine, wenn das wirklich in Echtzeit, das ist ja wirklich eine Herausforderung, die euch stellt, weil ihr muss ja auch dementsprechend Support kommen. Ja, das ist so, weil überall sind schriftliche Dinge hinterlegt, als auch Videos, die sofort anspringen. Ja, wir können ja mal kurz reingehen, was wir dort alles so für euch parat haben. Darum bitte ich doch, Jochen. Ja. Vielleicht mal gehen wir hier unten als erstes auf die Tenneco TV. Man sieht hier beispielsweise, dass die einzelnen Themen ganz einfach dort hinterlegt sind. Und man kann dann hier entsprechend die Videos ganz einfach aufrufen. Wenn man hier beispielsweise hineingeht in diese Geschichten, wie beispielsweise Automechaniker. Aber ich nehme mal ein anderes Beispiel. Ich gehe mal so in Produkte ganz einfach rein. Nehmen wir das hier mal. Tenneco Intro Video beispielsweise, da kann man also sofort dann sehen, was dort läuft. Und das Schöne ist, ich möchte das nochmal betonen, alle Videos, die wir hier hinterlegt haben, darf jeder herunterladen. Kostenfrei und auch, wenn er eine Internetpräsenz hat, selbst, darf er sie verlinken. Das heißt also, wenn ich etwas promoten möchte in meiner Werkstatt, darf ich mir hier die entsprechenden Videos ganz einfach herunterladen. Da seid ihr definitiv großzügig, weil ich meine, so rechtetechnisch und so hat alles, da seid ihr echt großzügig. Respekt. Ja, warum sollen wir mit den Dingen, die wir gut machen, hinterm Berg halten? Ja, das ist.
Also ich sehe, ihr habt das auf jeden Fall eine riesen Datenbank dahinter. Ihr habt viel Content. Dementsprechend habt ihr wahrscheinlich auf jede Frage eine Antwort. Das hoffe ich doch und das denke ich, das ist so. Ja. Jetzt ist die Frage meinerseits, welche Produktgruppe, Baugruppe hat denn die meisten Fragen oder wirft die meisten Fragen auf? Im Augenblick sind die meisten Fragen, die auftauchen, ist halt die Dieselpartikelfilter, Ersatzteilbeschaffung und wie muss ich da entsprechend vorgehen. Und das, die Herausforderung bestand ganz einfach darin, die entsprechenden Montagehinweise zu bekommen. Und die haben wir jetzt seit 10 Tagen online. Da sind wir sehr stolz drauf und ich möchte es einfach mal zeigen. Dann leg los. Jochen ist so ein bisschen in Zeigemut. Ja, der möchte jetzt was zeigen. Ja. So, hier haben wir sie, die Daten. Man geht wieder auf den deutschen Button und dann kann man hier die Fahrzeuge entsprechend auswählen. Das Modell packt man mit rein und dann ist eben Motorcode noch mit dabei. Und schon ist hier unten die entsprechende Montagehinweis da. Es ist alles da und ihr seht hier unten, der Kunde kann es sich runterladen. Der kann entweder runterladen oder sofort am PC ausdrucken, um es eben dem Mechaniker mit an die Werkbank zu geben, mit den entsprechenden Werkzeugen, die er benötigt, um überhaupt das Teil dort rauszubekommen. Was passiert denn jetzt? Ich verlasse mich voll auf euer System. Letzte Frage, mach dir keine Sorgen, wir sind auch gleich weg bei dir. Jetzt hat er eine Frage und online kann ich weiterhelfen. Was ist dann? Seid ihr aufgeschmissen? Nee, wir haben eine Lösung. Hab mir fast gedacht. Ich muss da wieder auf meinen PC zugreifen. Pass mal auf, ich mache das hier alles mal entsprechend zu. Dann gehen wir hier auf die Techline. Und das ist eine Geschichte, auf die wir sehr stolz sind. Ich gehe auch mal eben auf Deutsch. Dort haben wir eine Hotline, die angerufen werden kann. So, und das Ganze können wir auch auf die Spitze treiben. Heute ist ja vieles in der Werkstatt auch schon iPad-basiert. Und man kann sich eine App herunterladen zu dieser Hotline. Man muss sich einmal registrieren. Wenn man das getan hat, bekommt man den Zugangscode. Auch innerhalb von 3-4 Minuten ist der da. Und dann kann ich mich mit dem iPad beispielsweise oder auch per Telefon dort melden. Und wenn ich ein iPad habe, muss ich die Kamera anschmeißen. Dann wird der Operator, der mit dem Kunden spricht, seinen Bildschirm auch dementsprechend konfigurieren, dass er das Bild sieht. Und der Kunde kann mit dem iPad auf das Problem drauf zeigen und sagen, wo ist es, hier, da und dort. Dann wird beispielsweise dieses Bild eingefroren und der Operator kann zeichnen und weist also direkt darauf hin. Und wenn dann weitere schriftliche Informationen notwendig sind, dann drückt er bloß auf dem Computer auf die entsprechende Taste und das PDF-File flutscht raus und hoffentlich hat der Kunde dann die entsprechende Lösung. Also ich mache mir gar keine Sorgen, dass man ohne Antwort bei euch vom Hof zieht, beziehungsweise von der Internetseite zieht. Es hört sich sehr innovativ an, es hört sich sehr zuverlässig an und es hört sich sehr informativ im Sinne von zielorientiert an. In dem Sinne danke ich dir ganz herzlich und hoffe auf viele Klicks und viele beantwortete Probleme.